Ich bemerkte die seltsamen Blicke, die mir die Leute zuwarfen, als ich den Flur entlang ging. Ein paar Jungs lächelten mir sogar zu und zwinkerten mir zu. Seltsam. Irgendwas stimmte hier definitiv nicht. Ich hatte es nur noch nicht herausgefunden. Naja, was soll's. Ich packte meine Sachen und ging nach Hause. Bevor ich mich leise aus den massiven Türen der Schule herauswinden konnte, kam Beck. »Hey, Beautiful«, sagte er, während er sich zu mir drehte. »Hast du Lust auf ein Date mit mir heute Abend? Wir holen uns Pizza und Eis und essen alles in meinem Auto, während wir uns die Sterne ansehen.« Beck war nicht so toll, aber er war auch nicht schlecht. Außerdem hatte ich heute Abend nichts Interessanteres zu tun, also beschloss ich anzunehmen. »Ich... Oh, Kumpel, ist das alles, was du kannst?« Jake unterbrach ihn. »Bruder, mach's mir nicht kaputt!« Jake ignorierte ihn, drehte sich zu mir und küsste meine Hand. »Cat, ich habe ein verdammt großes Kino in meinem Haus, mit Köchen und Putzfrauen, die jeden meiner Befehle befolgen. Verbringe stattdessen die Nacht mit mir und ich kann dir versichern, dass wir die ganze Nacht für uns haben werden. Niemand wird es wagen, uns zu stören.« Hm. Warum um alles in der Welt würde Jack, der Schulplayboy, jemals denken, dass ich mit ihm ausgehen wollte? Er war vielleicht Millionär, aber er wusste, dass ich ihn hasste. Während ich noch versuchte zu verstehen, was los war, kamen zwei weitere Jungs an und fragten wieder nach einem Date. Sie fingen an, sich gegenseitig anzuschreien und in Sekundenschnelle waren sie alle am Schreien. Was zum Teufel war da los? Einer meiner ältesten Freunde, Grisham, kam auf mich zu und ich betete zu Gott, dass er nicht das Gleiche tun würde. Er ging auf mich zu und sagte nichts. Stattdessen drehte er sich um und entfernte ein Papier, das auf meinem Rücken klebte. Ich hielt den großen Zettel, der vorher auf meinen Rücken geklebt war, in der Hand und las: »Ich bin für alles offen.« Ich wurde rot, als ich es mir vors Gesicht hielt. Das war also der Grund, warum diese Typen mich nervten? Ich drehte mich um und suchte mir mit den Augen die Flure ab, auf der Suche nach dem Übeltäter. Sie stand, ganz in ihrer Pracht, am Ende des Flurs, grinste und beobachtete, wie sich die Ereignisse in Gang gesetzt hatten. Ich ging auf sie zu und drückte ihr wütend an den Hals. Sie hatte das nicht kommen sehen und war verwirrt, während sie versuchte, Papier aus dem Mund zu entfernen. »Das wirst du mir büßen!« Selbst mit einem Mund voller Papier war ihr Grinsen noch sichtbar. Es war fast so, als würde sie mir sagen, ich soll es tun. Und ich sagte, ja, das habe ich vor. »Hey, mein Name ist Cat und das ist meine Geschichte, in der ich erzähle, wie ich dem Mobbing und den Anfeindungen in der Highschool entkommen bin. Aber glaubt mir, es endet nicht so, wie ihr es erwartet hättet. Seid ein Schatz und liked dieses Video, bevor es weitergeht. Vergesst auch nicht zu abonnieren, damit ihr nicht die tollen Geschichten verpasst, die wir noch auf Lager haben. Ich glaube, mein Gesicht muss immer noch rot gewesen sein, als ich nach Hause kam, denn meine Mutter bemerkte sofort, dass was nicht stimmte. »Schatz, geht's dir gut? Was ist dein Problem?« »Es gibt kein Problem, Mama. Alles in Ordnung.« »Komm schon, Katharina. Du bist sichtlich aufgeregt.« »Mom, ich will nur was essen und ins Bett gehen, okay? Ich muss mich ein bisschen ausruhen, damit ich nachts aufwachen und lesen kann. Wir haben morgen einen großen Test.« »Klar, Catty, du sollst nur wissen, dass ich immer für dich da bin und du mir alles erzählen kannst.« »Natürlich, Mom. Danke.« »Moment mal, warum klang diese Art der Besorgnis ein wenig skizzenhaft?« Ich entdeckte das Telefon meiner Mutter auf dem Esstisch und stürzte mich drauf. Sie bemerkte, wohin ich schaute und versuchte mich aufzuhalten, aber ich war viel zu schnell für sie. Sobald ich das Telefon in der Hand hatte, drückte ich auf die Home-Taste. Zu meiner Überraschung war das Erste, was ich sah, ein Bild von mir in der Schule, auf dem die Zeitung auf meinen Rücken klebte. »Oh, Mama! Oh, mich nicht an! Du erzählst mir nichts über dein Leben. Muss ich das von deinen Klassenkameraden erfahren?« »Na, weil es nicht wahr ist, Mom. Es war ein Scherz.« »Oh, du bist also nicht? Du bist immer noch eine...« »Oh ja, ich bin eine, Ma. Wir brauchen nicht drüber zu reden. Aber wer hat dir das Bild geschickt?« »Eine Klassenkameradin von dir. Ihr Name ist Sam.« »Okay, diesmal war Sam zu weit gegangen. Sam und ich haben schon immer eine Art unsichtbaren Wettbewerb gehabt. Das lag daran, dass die Leute uns immer miteinander verglichen. Wir sahen nicht nur gleich aus, wir hatten auch immer die gleichen Noten und waren beide gleich beliebt. Es war wie bei Beyoncé und Rihanna. Unsere Fans fragten sich immer, was die eine besser könnte als die andere. Wer trug es am besten? Wer tanzt am besten? Wer datet die besten Jungs? Wer hat die besseren Freunde? Wer die reicheren Eltern? Wer hat dies und wer hat das getan? Wir sprachen fast nie miteinander, aber wir wussten, was hinter den Kulissen vor sich ging. Ich dachte, wir würden uns bis zum Abschluss weiter ignorieren, aber Sam fing plötzlich an, mir Streiche zu spielen. Sie klebte Kaugummi auf meinen Stuhl, wenn ich nicht hinsah, und tat so, als wüsste sie nichts, wenn ich dann nach dem Schuldigen suchte. Viele meiner Kleider wurden durch diese Streiche zerstört. Sie hat meine Bücher zerrissen, Spinnen in meine Schuhe gesteckt, Ratten in meinen Spind und in meine Schultasche gesteckt, meine Klamotten versteckt, bevor sich der Sportunterricht zu Ende neigte,
und vieles mehr. Ich versuchte mein Bestes, sie zu ignorieren, in der Hoffnung, dass sie irgendwann aufhören würde, aber die Streiche wurden von Tag zu Tag schlimmer. Ich musste sie aufhalten, bevor die ganze Sache aus dem Ruder lief, und das konnte ich nur, indem ich den Siegerstreich spielte. Ich weiß, dass sie dachte, dass sie mit ihrem Streich gute Arbeit leistete, aber jeder weiß, dass man Psychopathen keine Streiche spielen sollte, weil man sie einfach nicht in einem Spiel schlagen kann, das sie erfunden haben. Ich bin aber kein Psycho. Es war ein heißer Mittwochnachmittag und wir hatten gerade das Skiledertraining beendet. Mit einem bösen Lächeln im Gesicht sah ich zu, wie Sam ins Bad ging, um sich zu waschen. Einige Minuten später hörte ich, wie ein Schrei kam und eilte ins Bad, um zu sehen, was los war. Der Anblick war noch amüsanter, als ich erst dachte. Sams langes, wunderschönes Haar war ganz weg. Ich meine, wer fällt in diesem Jahrhundert noch auf diesen alten Enthaarungsmittel im Shampoo-Trick herein? Nun, sie tat es, aber ich tat so, als wäre ich genauso schockiert wie alle anderen. Wir warfen uns beide einen Blick zu und es war offensichtlich, dass sie wusste, dass ich es war, aber sie sagte nichts. Ich war aber noch nicht fertig mit ihr. Ich habe noch mehr Streiche in petto. Ich würde ihr Kaugummi ins Haar kleben, wenn sie schläft. Ihre Tasche mit Steinen statt mit Büchern füllen und vieles mehr. Als Sam am nächsten Tag mit einer Perücke in die Schule kam, die ich ihr aus Versehen abnahm, als ich in der Klasse an ihr vorbeiging, waren die Jungs, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht von Sams Glatze wussten, verblüfft. Sie fingen an zu lachen, warfen Spucke auf ihre Glatze und ohrfeigten sie schließlich, obwohl ich sie anflehte, damit aufzuhören, da es genug sei. Sam verließ die Schule sofort, weinend und zitternd. Aus schlechtem Gewissen hob ich die Perücke auf und folgte ihr in Hoffnung, mich zu entschuldigen. Aber was ich in ihrem Haus sah, machte mich noch wütender. Sam prahlte immer mit der Villa und ihren reichen Eltern. Sie beleidigte jeden, der ihrer Meinung nach unter ihr stand, und nannte mich immer arm, weil ich aus einer Mittelklassefamilie stammte. Aber ich war zum ersten Mal bei ihr zu Hause und das Haus, vor dem ich stand, war ein Wohnwagen. Ich war so wütend. Am nächsten Tag hieß ich Sam herzlich willkommen und entschuldigte mich bei ihr. Ich gab ihr die Perücke zurück und sagte ihr, sie soll anstelle der neuen Perücke, mit der sie gekommen war, diese benutzen, weil sie mit der alten hübscher war. Sam ging ins Bad und kam mit der alten zurück, lächelte und bedankte sich. Aber sie erlebte eine Überraschung. Ein paar Minuten später begannen winzige Ameisen aus der Perücke zu krabbeln und füllten Sams Gesicht. Sie versuchte, die Perücke abzunehmen, aber sie klebte an ihrem Kopf fest und ließ sich nicht mehr abnehmen. Sie versuchte, ins Bad zu rennen, aber sie konnte nicht aufstehen. Sie klebte an ihrem Sitz. Sie begann, sich im Gesicht zu kratzen und verletzte ihr Gesicht. Sie bemühte sich, von ihrem Sitz aufzustehen, zerriss dabei ihren Rock und entblößte ihre Unterwäsche. Sie schaffte es, ohne ihren Rock ins Bad zu rennen, während die ganze Klasse lachte. Ich saß an meinem Schreibtisch in der Ecke und beobachtete schweigend, wie sich das Ganze entwickelte. Sam war ein Tyrann. Sie hatte jeden in der Klasse auf eine andere Art und Weise verletzt. Und alle waren froh, dass sie endlich ihr eigenes Gift zu spüren bekam. Leider musste ein Krankenwagen gerufen werden, weil Sam sich das Gesicht zerkratzt hatte. Die Ameisen hatten Beulen in dem ganzen Gesicht hinterlassen und nur Ärzte konnten ihr die Perücke vom Kopf entfernen. Ich ging in Sams Krankenzimmer, um mich zu freuen, aber sie sagte mir, ich soll verschwinden. Ich weigerte mich und da kein Personal anwesend war, konnte mich auch niemand hinausjagen. Ich erklärte ihr, dass ich von ihrem Wohnwagen wusste und dass sie, wenn sie nicht wollte, dass die ganze Schule davon erfährt, meine Sklavin werden müsste und tun müsste, was ich wollte. Sie war schockiert und verängstigt, aber musste es akzeptieren. So wurde Sam mein Kaninchen. Leider gab sie schnell auf, was mich wütend machte. Ich beschloss, mich zum Wohnwagen zu schleichen und Fotos zu machen, um sie der ganzen Schule zu zeigen. Aber als ich dort ankam, stellte ich fest, dass es Sams Mutter psychisch nicht gut ging und Sam ihre Rechnungen bezahlte. Sie bemerkten, dass ich am Fenster hockte und bat mich herein. Sam erklärte, dass sie nur gemein war und vorgab, reich zu sein, weil die Schule sie rausschmeißen würde, wenn sie wüssten, dass sie der Ernährer der Familie war. Sie war eine berühmte YouTuberin und hatte genug Geld, um eine Villa zu kaufen, aber sie konnte nicht, weil all ihre Millionen in die bestmögliche Behandlung der Mutter flossen. Sie musste lügen, um reich zu sein und gemein zu den Leuten sein, denn das war es, was ihre Marke und Waren auf YouTube verkaufte. Weil sie meine Sklavin war, konnte sie keine YouTube-Videos mehr aufnehmen und verließ die Schule und konzentrierte sich darauf. Ich ging, ohne ein Wort zu sagen, vor allem, weil ich nicht wusste, was ich sagen sollte. Als ich nach Hause kam, beschloss ich, meiner Mutter alles zu erzählen und sie zu fragen, was ich jetzt tun sollte. Meine Mutter war zunächst wütend auf mich, aber sie war auch froh, dass ich Reue zeigte und riet mir, mich bei Sam zu entschuldigen und ihr Geheimnis für mich zu behalten. Am nächsten Tag ging ich zu Sam und entschuldigte mich. Zu meiner völligen Verblüffung wies sie meine Entschuldigung zurück und stellte mir eine Bedingung, um die Vergebung zu erlangen. Was denn? Erstens, du wirst Enthaarungscreme auf dein Haar auftragen, damit du eine Glatze bekommst, genau wie ich.
Du machst Witze, nicht wahr? Hättest du wohl gern. Und das ist noch nicht alles. Das werde ich auf gar keinen Fall tun. Sie ignorierte mich und redete weiter. Nachdem du dir den Kopf rasiert hast, wirst du in deiner Unterhose durch die Schule laufen und deine Glatze zur Schau stellen. So kannst du meine Peinlichkeit wieder gut machen. Ich lachte ihr ins Gesicht und ging. Als ich nach Hause kam, erzählte ich meiner Mutter von den Bedingungen, die Sam mir gestellt hatte, und sie ermutigte mich trotzdem, es zu tun. Ich willigte ein. Während meine Mutter mir den Kopf rasierte, kam mir etwas in den Sinn. Ma, was ist, wenn immer noch ein Streich dahinter ist, auf den ich reinfalle? Was ist, wenn Sam einen peinlichen Streich in petto hat? Nun, wir werden immer dran denken, dass du versucht hast, die Größere zu sein. Am nächsten Tag stieg ich in dem Schul-T-Shirt meiner Glatze, meiner Unterhose und meinen Schulschuhen aus dem Auto und alle waren so schockiert, dass ihnen die Augen aus dem Kopf fielen. Sam sah sogar noch schockierter aus. Sie hatte offensichtlich nicht geglaubt, dass ich es durchziehen würde. Aber alle fingen an, mich zu beschimpfen und Fotos zu machen. Es war so schlimm, dass ich nicht einmal wusste, wann ich anfing zu weinen. Als Sam das bemerkte, zog sie ihre Perücke und ihren Rock aus und kam zu mir. Dadurch fühlte ich mich gleich besser und wir begannen zu spielen und Fotos für Social Media zu machen. Das brachte viele andere dazu, mitzumachen. Den Anfang machte Grisham. Er zog seine Hose aus und ließ nur seine Boxershorts an. Er machte Fotos und postete uns auf Instagram mit dem Hashtag School Underwear Day. Als nächstes zogen wir viele andere Leute, Jung und Mädchen, mit. Und der Hashtag verbreitete sich super schnell. Wir machten viele Fotos und Videos und schufen so eine unserer schönsten Highschool-Erinnerungen. Aufgrund des Aufruhrs in der Schule und der Verbreitung unserer Videos in den sozialen Medien, die für die Schule sehr peinlich waren, wurden wir aufgedeckt. Viele von uns wurden suspendiert, andere mussten nachsetzen. Ich und Sam gehörten zu den Unglücklichen, die suspendiert wurden. Aber das war in Ordnung, schließlich waren wir diejenigen, die alles in Bewegung gesetzt hatten. Sam nutzte diese freie Zeit, um mir dabei zu helfen, einen wirklich erfolgreichen YouTube-Kanal zu starten. Sie brachte mir die Tricks bei, wie man interessante und virale YouTube-Videos erstellt. Und es dauerte nicht lange, bis mein Kanal richtig in Schwung kam. Sams Mutter erholte sich und konnte in ein besseres Haus ziehen. Grisham gestand mir seine Liebe und ich sagte ihm, dass ich genauso empfinde. Sam, mein neuer bester Freund, Grisham, mein liebster Freund und ich machten den Highschool-Abschluss und blieben beste Freunde. Konntest du dich je an jemanden rächen, der dich mal gemobbt hat? Wie ist das ausgegangen? Schreib's unten in die Kommentare und vergiss nicht zu abonnieren!